Hallo zusammen, hier ist wieder Euchela und ich bin wieder für euch in Dragonflight unterwegs und wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute wollen wir uns ein Meta-Achievement anschauen, das mit Patch 10.1 ins Spiel kam und das finden wir einmal unter Erkunden und dann Dracheninseln. Hier haben wir den Erfolg Abkühlung des Forschungsfeld und für dieses müssen wir folgendes machen. Schließt die folgenden Erfolge während des Ereignisses Forscher unter Feuer in den Zaradek-Höhlen ab. Da sind insgesamt 9 Achievements und dafür gibt es dann einen netten Titel, Feldforscher oder Feldforscherin. Und ja, zu all diesen Achievements habe ich jeweils schon einen Achievement Guide gemacht. Heißt, dieser Guide soll jetzt nur einen Überblick geben über das komplette Event mit allen Erfolgen. Wenn ihr bei einzelnen Sachen noch Probleme habt, habe ich genauere Achievement Guides für die einzelnen Sachen gemacht. Im Normalfall sollte der Überblick aber im Groben genügen. Es gibt noch 2 weitere Achievements, die auch noch bei dem Event sind. Da werden wir auch noch, denke ich mal, einmal kurz drüber sprechen. So, was müssen wir jetzt hier gucken? Als allererstes, wir haben das Ereignis Forscher unter Feuer und wo befindet sich das? Wir sind einmal in den Zaralek-Höhlen. Das finden wir, wenn wir auf den Dracheninseln sind und dann hier halt auf Zaralek-Höhlen klicken. Und hier in der Mitte ist ein Event, das schimpft sich Forscher unter Feuer. Und hier haben wir jetzt die Titanabriegelung. Es gibt 2. Es gibt einmal Titanabriegelung und dann die Zaquili-Ruinen heißt das andere. Eine Woche sind immer die Zaquili-Ruinen und die andere Woche ist immer die Titanenabriegelung. Heißt, das switcht immer alle 2 Wochen durch. Dementsprechend könnt ihr immer eine Woche Titanenabriegelung machen, eine Woche Zaquili-Ruinen, eine Woche Titanenabriegelung, dann wieder Zaquili-Ruinen. Wann startet das Event? Immer zur vollen halben Stunde. Heißt um 1.30 Uhr, 2.30 Uhr, 3.30 Uhr und so weiter. Bei dem Event ist es so, dass ihr theoretisch nicht unbedingt dafür was beitragen müsst. Ihr könnt hier auch AFK stehen. Alle Spieler, die hier quasi rumlaufen, können zum Event beitragen. Es sind verschiedene Phasen. Bis zu 12 Phasen könnt ihr absolvieren. Das Ganze geht aber zum Teil auf Zeit. Die ersten 9 Phasen gehen auf Zeit. Ne? Da habt ihr es dann so, dass ihr dementsprechend verschiedenste Aufgaben machen könnt. Und ihr habt 8-9 Minuten irgendwie sowas um den Dreh rum Zeit. Und je nachdem, wie viele Aufgaben ihr schafft, umso bessere Belohnung kriegt ihr. Am Ende, wenn diese 8-9 Minuten vorbei sind, oder ihr alle Phasen vorher schon, weil ihr ein 40-Mann-Team habt und da durchrusht, abgeschlossen habt, kommen 3 weitere Phasen. Diese 3 weiteren Phasen sind immer gleich. Heißt, 3 Phasen schafft ihr auf jeden Fall immer. Und die anderen, naja, je nachdem, wie schnell ihr seid. Jetzt würde ich sagen, gucken wir uns die Achievements an. Und zwar, wir gucken uns jetzt erstmal die Achievements an, die ihr bei beiden Events machen könnt. Und zwar das erste ist, nichts hält die Forschung auf. Und bei nichts hält die Forschung auf, müssen wir folgendes machen. Besiegt den Anführer der Splitterflammen, Hauptmann Rekal, während des Ereignisses Forscher unter Feuer. Und ja, der Hauptmann Rekal ist einfach der Dude, der am Ende beim, bei den letzten 3 Events kommt. Und zwar ist es der allerletzte Boss. Sprich, den habt ihr immer, weil ihr die letzten 3 Events immer spielen könnt. Und die letzten 3 sind sowohl bei den Zaquili-Ruinen als auch bei dem Forscher unter Feuer, hier Titanenabriegelung, die gleichen. Also den Boss habt ihr immer am Ende, egal wie gut oder schlecht ihr seid. Dann das zweite Achievement, was wir uns angucken, was auch immer kommt, müsste das hier unten sein, heißes Forschungsfeld. Und dafür müssen wir einfach 500 Gegner töten während des Ereignisses. Das ist egal, ob es die Ruinen sind oder die Titanenabriegelung. Heißt, hier kommen ein Haufen Wellen an Gegner. Das könnt ihr immer mitnehmen. Ihr müsst es nicht auf einmal machen, ihr könnt immer ein paar quasi mitnehmen. Optimalerweise ist es so, dass ihr alle möglichen Mobs einmal anhittet, dann zählen die für euch und dementsprechend geht das dann auch mit dem Achievement hoch. Das ist ein Achievement, das ihr easy nebenbei bekommt. Also da braucht ihr euch quasi gar nicht großartig schicken. Dann würde ich sagen, schauen wir uns jetzt mal die Titanenabriegelung weiter an. Und da können wir hier gleich mal das nächste anklicken. Quarantäne-Rätsel. Und was müssen wir dafür machen? Wir müssen einen Titanenhüter besiegen. Und dieser Titanenhüter kommt nur während der Titanenabriegelung. Die Titanenabriegelung spielt nämlich hier hinten. Die Zaquili-Ruinen spielen dann hier oben, ne? Und wo ist der? Naja, der spawnt quasi aus dieser Höhle hier raus. Ihr seht, da sind jetzt Felsbrücke vorne dran. Und wenn ihr quasi in, ich meine, Phase 6 ist es kommt, dann kommt ihr hier einfach raus, den haut ihr um und dementsprechend habt ihr das Achievement. Mehr ist es tatsächlich nicht. Heißt, ihr braucht die Titanenabriegelung und am besten geht ihr in eine Gruppe rein. Mein Gott, wie lange folgen die mir? Jetzt machen wir mal hier Shadow Meld an. So. Was ich euch empfehlen kann, geht ins Tool rein, organisiert die Gruppe, benutzt definiert und gebt hier Forscher unter Feuer ein oder ihr könnt auch nach einem englischen Begriff suchen, ne? Einfach könnt ihr zum Beispiel Fire eingeben, aber da sind jetzt halt keine Gruppen drin, weil nicht halb ist, ne? Genau.
Da könnt ihr dann suchen, in eine Gruppe reingehen, dann kommt ihr eigentlich meistens zu dem Kollegen in Phase 6. Dann schauen wir uns die nächsten Sachen an. Was haben wir noch? Genau hier. Das ist steinbrechende Forschung. Da müssen wir 100 Felsblöcke zerstören. Und diese Felsblöcke sind auch in Phase 6. Da müsst ihr nämlich hier diese Brocken kaputt machen. Ne? Jetzt, wenn das Event nicht ist, sind einfach die Brocken hier vorne dran. Wenn ihr aber in dem Event seid und auf Phase 6 kommt, könnt ihr diese Brocken kaputt hauen. Und ja, ich würde sagen, so zwischen 10 und 15 Brocken, vielleicht sogar 20, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, kriegt ihr auf jeden Fall pro Event, also 10, 15, denke ich mal, waren es sowas um den Dreh rum. Und da müsst ihr einfach reinerehen. Heißt, wenn ihr wisst, okay, die Tiere sind gerade gespawnt und danach geht es jetzt Phase 6 zu den Brocken, stellt euch schon mal hin und erehrt da einfach rein, die gehen relativ schnell kaputt. Dann könnt ihr da quasi auch immer ein bisschen weiterarbeiten bei dem Achievement. Dann gucken wir mal, eins haben wir jetzt, glaube ich, hier noch, Forschungsproben. Und zwar müssen wir da Folgendes machen. Sammelt 100 merkwürdige Erzproben während des Ereignisses Forscher unter Feuer, Titanenabriegelung. Und das ist eine bisschen beschissenere Sache. Und zwar in der, ich glaube, Stage 7, also in der 7. Phase, ist es so, dass wir so kleine Felsblöcke oder so kleine Steinchen hier anklicken müssen. Das sind die, die da liegen. Und die müssen wir zu den Konsolen hier bringen. Jetzt ist die Problematik, dass, naja, ich habe euch ja vorher gesagt, alle tun hier zu dem Fortschritt beitragen und man kann hier nur eine gewisse Anzahl reinsetzen. Ich glaube, 40 waren es. Und dementsprechend, wenn ihr jetzt in einer großen Gruppe seid, dann arbeiten alle Leute gegen euch. Heißt, am besten, ihr geht in eine große Gruppe, dass ihr möglichst schnell zu der Phase kommt. Weil wenn ihr alleine seid und nur wenig Leute da seid, dann kommt ihr in den 8 Minuten gar nicht in diese Phase 7 zum Einsetzen. Heißt, ihr geht in eine große Gruppe rein, schaut, dass ihr möglichst schnell in die Phase kommt, nehmt so viele Steinchen mit, wie gehen. Speed-CDs auf jeden Fall verwenden, aufmounten dürft ihr nämlich nicht, das ist ganz wichtig, nur normal rumlaufen. Reisegestalt beim Druid geht zum Beispiel, die Wolfsgestalt beim Shami und lauter so Speed-Sachen, die funktionieren natürlich. Ne? Die glaubt ihr auf, tragt die hier rein, möglichst viele. Die spawnen auch hier überall außen rum und sobald ihr quasi aus der Phase dann raus seid, lieft ihr die Gruppe und macht vielleicht auf eurem Server das noch oder geht in eine neue Gruppe rein, die nicht so groß ist, die noch nicht ganz so weit sind und könnt dann in einem Event quasi x-mal die Dinger abgeben. Mit ein bisschen Serverhoppen, ne, geht das auf jeden Fall. Also Researcher under Fire ist quasi der englische Name oder Forscher unter Feuer im Deutschen. Genau, das ist jetzt der Erfolg noch. Dann gibt es noch einen weiteren Erfolg, wo ihr dementsprechend noch einen weiteren Boss umhauen müsst. Jetzt muss ich bloß gerade mal gucken, ob ich den finde. Da müssen wir nämlich dann einen Mob umhauen. Jetzt schauen wir mal, wo ich den habe. Der ist jetzt nicht beim Meta-Achievement dabei. Und zwar müsst ihr da, ich finde ihn jetzt leider gerade nicht. Da müsst ihr nämlich noch einen Boss umhauen, der dann kommt, wenn ihr mit einer Gruppe quasi Stage 9 erreicht. Also, ne, 11 Aufgaben, insgesamt 9 Aufgaben abgeschlossen habt. Dann kommt nochmal so eine Titanenhüterin. Wenn ihr die besiegt, gibt es auch nochmal ein extra Achievement. Bloß zum Rande erwähnt, das gehört jetzt nicht zum Meta-Achievement. Das ist dann soweit hier das erste Event, also die Titanenabriegelung. Dann haben wir noch die Zerquili-Ruinen und bei den Zerquili-Ruinen funktioniert es genauso. Wir haben quasi zwei Bosse wieder. Auf Stage 6 haben wir wieder einen Boss und dann wieder auf 9. Der auf 9 ist auch wieder extra, der ist nicht hier im Meta-Achievement drin. Das sind nämlich immer die zwei schweren. Quasi auf Stage 9 zu kommen, ist dementsprechend ja schon knifflig. Da braucht man am besten eine 40-Mann-Gruppe, dass man da dementsprechend hinkommt. Jetzt gucken wir uns mal die Erfolge kurz an. Und zwar haben wir hier Forschungsmalheur. Dafür müssen wir die monströse Magma-Clown-Schnapper besiegen. Und das ist quasi der Stage 6-Boss bei dem anderen Event, ne? Also bei hier den Zerquili-Ruinen. Der spawnt quasi einfach dann hier. Da werdet ihr dann aber auch hingeschickt, ne? Wenn ihr quasi 6 Aufgaben abgeschlossen habt, beziehungsweise die 6. Aufgabe ist es dementsprechend. Dann, was haben wir noch offen? Jetzt schauen wir mal, das hatten wir geguckt. Das machen wir als nächstes. Hier haben wir dann noch die kleinen Störenquelle. Dafür müssen wir 200 Magma-Clown-Schnapper töten. Die kommen, glaube ich, auch auf Stage 6. Die kommen nämlich bevor dieser Krabbenboss spawnt. Das triggert den nämlich, das sind ein Haufen kleine Krabben auf dem Boden, die müssen wir überlaufen. Das Schöne ist hier, dass, wenn ihr in der Gruppe seid, das in der Gruppe zählt oder auch sogar in einer Raid-Gruppe. Ich war beim ersten Event hier in einer 40-Mann-Gruppe, der Counter ging so hoch.
und war voll. Also das ging richtig schnell. Wenn ihr in einer großen Gruppe seid, es laufen ein paar Leute über diese Viecher drüber, da habt ihr das instant voll. Also das ist das leichteste Achievement, würde ich mal behaupten. So, dann gucken wir, was wir noch haben. Und zwar gibt es jetzt hier leider noch zwei ziemlich beschissene Erfolge. Und zwar haben wir hier einmal die Geschichte mit den Säulen. Säulen der Forschungsgemeinde. Und ja, dafür müssen wir Folgendes machen. Wir müssen insgesamt 100 Splitter einer Djaradin-Säule wiederherstellen, während das Ereignis Forscher unter Feuer, Untersuchung der Zirquili-Ruinen. Und ja, das ist im Endeffekt einfach ein Event, ähnlich wie drüben mit diesen Felsbrocken. Wir müssen hier so kleine Steinchen nehmen und diese Steinchen quasi in Säulen einsetzen. Und die Säulen, ich meine, das war Event 4 oder 5 hier, also noch vor dem Krabbenboss. Und dann spawnen einfach 1, 2, 3, 4 Säulen halt hier immer am Rand. Und dann muss man hier auf diese Splitter, die ihr seht, ne, die kann man dann während dem Event anklicken. Klickt sie an, kann auch wieder nicht aufmounten, sondern nur quasi Speed-CDs ziehen und setzt sie quasi ein, ne? Hier ist es ähnlich wie bei dem anderen Achievement. Alle anderen Spieler, die hier sind, umso mehr Leute klauen euch quasi die Möglichkeit, in die Säulen das Zeug einzusetzen. Ich meine, jede Säule hat 8 Aufladungen. Heißt, ihr habt 8, 16, 32 Möglichkeiten pro Event. Natürlich bringt ihr nicht einmal alle durch, weil die anderen Spieler natürlich auch was einsetzen. Genau. Und dann haben wir noch ein zweites Achievement, wo wir auch wieder was einsetzen müssen. Und zwar, jetzt schauen wir mal, dass wir das auch noch finden. Das müsste das hier sein. Dieses ein Daratier-Rätsel. Und dafür müssen wir Folgendes machen. Statt 50 widerstandsfähige Steine auf dem Zaquili-Altar wieder her, während des Ereignisses Forscher unter Feuer, Untersuchung der Zaquili-Ruinen. Und das ist quasi dann nach dem Krabbenboss, also das müsste dann, Krabbenboss ist Event 6 und Event 7 müsste dieser Altar sein. Und der Altar spawnt hier unten. Um so weit zu kommen bis zum Altar, braucht ihr halt wieder blöderweise eine größere Gruppe. Bedeutet, ihr stellt euch, wenn der Krabbenboss kommt und ihr den vielleicht schon gemacht habt, ihr könnt ihn einmal antecken, stellt euch direkt hier unten her. Und dann müsst ihr nämlich hier so, Steinchen sind es auch, die liegen hier überall rum, müsst ihr dann hier in den Altar einsetzen. Also der ist jetzt hier gerade kaputt, der Altar, wie ihr seht, aber der steht dann beim Event hier. Und die müsst ihr dann da reinbringen. Auch wieder anklicken, auf den Altar klicken und dann zählt das hoch. Da braucht ihr nur 50. Das ist aber wesentlich beschissener, weil der Altar ziemlich schnell voll ist. Und der hat, glaube ich, 30, 40 Aufladungen maximal. Oder waren es 20? Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Also nicht sonderlich viele. Und mit einer 40-Mann-Gruppe, der ist nach ein paar Sekunden sofort voll. Also ihr müsst am besten hier schon unten stehen, eins anklicken rein, nächstes anklicken rein. Die sind auch dann hier oben verteilt. Und am besten, sobald das abgeschlossen ist, Gruppe leaven und quasi auf einem anderen Server nochmal gucken, auf eurem eigenen oder wieder in eine andere Gruppe reinqueuen. Genau, so viel dazu. Dann gibt es wieder, wie gesagt, nochmal ein weiteres Achievement. Und zwar ist es jetzt nicht beim Meta-Achievement dabei. Dafür müsst ihr dann einfach so einen Boss noch töten. Und das ist, glaube ich, das hier, genau. Da müsst ihr zwei Bosse töten. Die sind halt auch wieder Stage 9. Ne? Das Maximum, was ihr machen könnt innerhalb des Zeitlimits. Die letzten drei, die danach kommen, die sind ja quasi außerhalb des Zeitlimits. Genau, das könnt ihr noch zusätzlich mitnehmen. Ist wie beim anderen Event. Jetzt schauen wir nochmal kurz durch. Ich glaube, ich hatte euch jetzt alle gezeigt von den Achievements. Und ja, mehr ist es nicht. Heißt, ihr müsst im Endeffekt, wenn ihr alle Achievements über dem Event schaffen wollt, einmal im Zeitlimit auf 9 kommen. Dann habt ihr den Boss bei 6 und bei 9, sowohl bei den Zirquili-Ruinen als auch drüben bei der Titanenabregung. Habt ihr schon mal 4 Achievements. Dann müsst ihr quasi den Endboss einmal töten, das schafft ihr immer. Dann die 500 Mobs töten, das könnt ihr in allen Events machen. Dann drüben bei der Titanenabregelung haut ihr noch die Felsbrocken auf, die ich euch gezeigt habe, beziehungsweise die Erdproben. Und hier bei dem bei der Zinquili-Ruinen müsst ihr einmal die Säulen aufbauen, wo ihr den Balken füllen müsst, und hier in dem Inventar die Steinchen reinlegen, wo ihr auch den Balken füllen müsst. Mehr ist es im Endeffekt nicht. Ach, eins habe ich noch vergessen, diese kleinen Krebse kaputt latschen, da müsst ihr einfach, wie gesagt, mit drüber laufen. Aber wenn ihr da einmal in der Raid-Gruppe seid mit 40 Mann und da drüber latscht, dann ist das Achievement instant voll. Genau. Mehr ist es nicht, und ja, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachfarmen. Sollten jetzt noch Fragen übergeblieben sein, schreibt die gerne in die Kommentare, beziehungsweise in der Playlist zu 10.1 zu den ganzen Erfolgen sind auch die Achievements einmal drin, wo ich die einzeln aufgenommen habe. Die habe ich immer während der Events gemacht, wo ich dann auch die Bosse gezeigt habe, beziehungsweise wie das Zeug genau aussieht. Ne? Also falls ihr das noch sehen wollt, könnt ihr da selbstverständlich auch gerne reinschalten. Und ja, damit sind wir durch mit dem kleinen Videoguide. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.